sehr berührend. Vor allem, man wundert sich, dass ein Musical sowas leisten kann. Also so eine Thematik, schnörkellos, sehr klar, natürlich qualitativ unglaublich gut von allen Darstellern. Also von der künstlerischen Darstellung und von der ganzen Arbeit sehr, sehr angetan, finde ich sehr gut. Mein Arzt, die Psychopharmaka und ich, eine Ménage à trois, ganz fremd, doch sehr intim zugleich, kommt man sich nah. Wahnsinn. Pia Daus ist eine Göttin, also ich finde, sie haben sehr tolle, ja, eigentlich die Großgewichte der deutschen Musical-Szene hier auf der Bühne. Warum bleibst du nicht zum Abendessen? Patienten kann ich bleiben, er hat noch... Ja, alles wird gut. Schuljahre. Ja, alles wird gut. Noch Operation. Familie kommt zusammen, glücklich, wie man das so tut. Toll, wir essen und wir lachen viel, bei uns ist immer schön. Ja, ich bin immer dafür, Konventionen zu sprengen und möchte dafür auch selber einstehen. Das Musical muss ja nicht immer nur Banane unterhalten sein. Ich finde, dieser Abend geht auf und zeigt genau das, dass Schauspiel, Gesang in diesem Fall ja mehr Bewegung als Tanz oder akrobatische Leistung von Kollegen, der die Stange raus und rutscht, dass das durchaus kombinierbar ist mit einem sehr ernsten und gesangten Thema. Gemacht und es war auch viel Realität davon, also von Leben aus. Das hat sich in mir, in vielen Dingen, auch in meiner Familie gespiegelt. Fass den Entschluss, sieh die Wahrheit dir an. Verlust und werd dir bewusst, dass Heilung auch Schmerz sein kann. Man merkt halt eben, sie lebt das auf der Bühne. Denn ich geb nicht um. Das geht an ein Thema, die nicht so oft, also noch nie ein Musical, ich habe es noch nie gesehen, so was so Ernsthaftes und von Familienkrankheit, es war auch manchmal witzig. Alle Stimmen waren superb, fantastisch. Es war der Hammer. Absolut. Die Welt liegt im Krieg voll von Krankheit und Tod. Wir tanzen zur Apokalypse. Der Globus erwärmt sich, Alarmstufe rot. Du willst mit mir in die Kiste. Es war für jeden was dabei eigentlich. Ich konnte mich gut mit der Tochter identifizieren, auf jeden Fall. Und es war unglaublich gespielt. Die Tochter hat mir sehr gut gefallen. Alle Rollen sind, denke ich, schon nicht ganz einfach zu spielen. Und das machen alle Schauspieler und Sänger richtig gut. Wirklich rund. Fehlt einem die Worte eigentlich. Bewegung, Kostüm, alles. Es war für mich perfekt. Auch die Musik, die Band war super. Das hat mir sehr gut gefallen. Beeindruckend. Ich bin also voll und ganz bei dem Stück.